habe eine Wortmeldung, also eine tatsächliche Berichtigung. Herr Abgeordneter Kreiner, bitte. Kajan Kreiner von der SPÖ mit einer tatsächlichen Berichtigung. Frau Präsidentin, die Kollegin Plakum hat soeben gemeint, dass 173 Abgeordnete hier ausschließlich in ihrer Lebenszeit Schuldenpolitik gesehen hätte. Ich berichtige tatsächlich aufgrund der Informationen, die der Finanzminister Löger im Budgetausschuss gesagt hat, nämlich dass tatsächlich 2017 die Schulden in Österreich nicht nur in Prozent des BIPs, sondern in absoluten Zahlen um mehr als 7 Milliarden Euro zurückgegangen sind. Der Staatssekretär Fuchs steht sicher für detaillierte Auskünfte zur Verfügung. Vielen Dank. Schon 2017 seien laut Rede des Finanzministers die Schulden in Österreich zurückgegangen, sagt Kajan Kreiner.